Ich bin ziemlich froh, gerade jetzt, wo das Coronavirus um die Welt geht, nicht irgendwo anders zu leben, sondern gerade hier in Deutschland zu sein. Und ich hoffe, dir geht es ähnlich. Und damit ist ja auch eine gewisse Dankbarkeit verbunden und auch natürlich vielleicht das mal zu schätzen, was wir haben. Wir sind ja, glaube ich, auch Weltmeister in Deutschland. Ich glaube aber anderen westlichen Industrienationen geht es ähnlich. Alles zu kritisieren, was man hat. Und manchmal sieht man es gar nicht. Ich bin zeitweise im Ausland gewesen und dann schaut man nochmal so zurück und schaut sich an, was man in Deutschland hat und ja, empfindet das nochmal anders oder weiß das vielleicht noch viel stärker zu wertschätzen. Ich beschäftige mich ja immer hier mit Politik und auch wenn ich Politikwissenschaft studiert habe, mich mit ja, gesellschaftlichen Veränderungen, Sozialversicherungssystemen, politischen Systemen und so beschäftigt habe, ist es doch nochmal eine ganz andere Nummer, so, wenn man das so theoretisch betrachtet. Ja, das mal in einem anderen Land zu erleben oder auch gerade jetzt wird ja so Politik, das Gesundheitssystem, Sozialversicherungssysteme wirklich real und wir sehen, was wir haben und natürlich, ja, wir gucken sehr stark, sehr häufig über den Tellerrand. Italien hat ja jetzt gerade über 1000 Tote an einem Tag gemeldet, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind. Unabhängig jetzt, ob die Zahlen alle stimmen, ne? In den USA steigen die Zahlen, in England. Boris Johnson ist positiv getestet worden. So weiter. Wir kriegen aus allen Ländern so mit, wie sie reagieren. Wir sehen gerade, dass ja, England und die USA vielleicht zu zögerlich und zu langsam reagiert haben. Und ja, neben den sozusagen politischen Rahmenbedingungen, den Institutionen, den verschiedenen Systemen, die wir vielleicht haben, merkt man vor allem auch, dass die Personen, die Politiker, die wir haben, gar nicht so schlecht sind. Wie viele Menschen kritisieren Merkel? Und es ist kein Mensch perfekt. Aber wie wunderbar in so einer Situation ist es doch, ja, die große Koalition zu haben, die Politiker, die Entscheidungen treffen. Ja, zum Beispiel Olaf Scholz, der Finanzminister, hat in der Finanzkrise das Instrument des Kurzarbeitergelds mitentwickelt. Und ja, jetzt ist er Finanzminister, kann dieses Instrument wieder zur Anwendung bringen. Wir wissen nicht, ob es alle Probleme lösen wird. Ich glaube nicht. Und es wird auch nicht alles richtig gemacht werden. Aber wo würde man jetzt lieber sein auf der Welt als vielleicht gerade in Deutschland, gut ausgebildeten und Verhältnis zumindest, was wir absehen können, wenn sich alle weiterhin so toll dran halten und zu Hause bleiben, ne, Homeoffice, unnötige soziale Kontakte vermeiden. Dass das Gesundheitssystem klarkommen wird mit den Herausforderungen und den Infizierten. Und ja, wir hoffentlich nicht so dramatische Zustände haben wie in Italien oder auch teilweise wie sie in China waren und wie sie sich ja in den USA, zum Beispiel New York oder jetzt wird ja auch New Orleans genannt, sich abzeichnen. Und ich hatte das schon mal so im Zusammenhang mit dem Klima erwähnt und dass über 1 Million Arbeitslose sind ja durch und mit dem Kurzarbeitergeld durchgekommen, durch die Finanzkrise. Und wir waren und sind danach so erfolgreich gewesen, weil wir diese Instrumente genutzt haben und weil wir sie hatten. Und es ist natürlich viel Hoffnung, aber es macht einen natürlich sehr optimistisch, dass man sagt, hey, wir haben das schon einmal geschafft und wir haben es schon öfter geschafft, Krisen zu bewältigen und wir schaffen es wieder. Und wir haben ein Instrumentarium, wir haben ein politisches System, was funktioniert. Institutionen, die funktionieren, ne? Gesundheitssystem und so weiter. Klar, viele Probleme sind damit verbunden. Die Wirtschaftsweisen gehen vom Einbruch von 7 bis zu 20% aus. Also wir sind auf jeden Fall reden hier von der Rezession und es ist die Frage, wie lange sie dauert. Aber vielleicht fährt alles danach schnell wieder hoch und Deutschland wird erneut zu den Profiteuren gehören. Weil es diese Instrumente nimmt, so viel Geld in die Hand nimmt. Das ist die Rede von über 150 Milliarden. Ist vielleicht noch nicht Ende der Fahnenstange, aber das ist schon mal ein Riesenschritt, der da unternommen wird, um in dieser Situation ja, einen Schritt nach vorne zu machen. Und ja, das ist so ein bisschen mein Eindruck, meine Momentaufnahme. Es ist nicht alles perfekt, wird auch nicht sein. Man wird es im Nachhinein betrachten. Und Menschen werden vielleicht ganz andere Schlüsse ziehen. Aber ich glaube, mit dem Wissen, was Politik und Gesellschaft hat, mit den Rahmenbedingungen, mit unserem politischen System. Gerade so im, ja, wenn man das immer so hört, ne, so, es wird von Umbruch und Zerstörung oder Reset und was alles für ein teilweise Quatsch geredet wird in Bezug auf Deutschland, sieht man doch, wie
stabil, robust unser System ist und wie wir uns darauf verlassen können. Ja, viele Menschen machen sich jetzt Sorgen. Es wird von über 2 Millionen Menschen in Kurzarbeit geredet. Es könnten viel mehr werden. Wir haben viele Selbstständige, Solo-Selbstständige. Das ist die Rede von über 5 Millionen, die betroffen sind. Ja, Gastronomie und so weiter. Das ist eine richtig harte Zeit für Menschen. Und wir brauchen da weitere Lösungen. Ich glaube, wahnsinnig viele gute Ideen sind schon auf den Weg gebracht worden. Und das stimmt mich zumindest optimistisch, dass wenn wir als Gesellschaft zusammenhalten und ja, vielleicht stärker auf Menschen achten, weil das tun wir ja gerade. Der Mensch steht im Fokus und nicht die Wirtschaft, nicht irgendwelche Wahlen, ne? Sie schaue sich Donald Trump an und ja, er guckt auf die Wiederwahl nur. Das sind unglaublich motivierende und tolle Zeichen und das sind Dinge, auf die wir aufbauen können, auf die wir stolz sein können und die hoffentlich uns dann, ja, durch die, ich vermute mal so 10 Jahre danach tragen werden, um wieder diese Schulden zu reduzieren, vielleicht das nochmal zu machen, wie wir es nach der Finanzkrise geschafft haben. Und vielleicht entwickeln wir ein gutes Gemeinschaftsgefühl und unsere Prioritäten verschieben sich. Was ist wichtig? Also vielleicht weniger wichtig. Zeit, Familie, sind das Werte, die sind vielleicht wichtiger als Karriere zu machen oder viel zu arbeiten, viel Geld zu verdienen. Was bringt es einem in so einer Situation, wenn man es vielleicht an der Börse verliert oder ja, man wird sehen, was mit Immobilien passiert, im Arbeitsmarkt, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck, der bleibt. Und ja, wenn dir dieser Kanal gefällt, gerne abonnieren, lass mir ein Like da, lass mir einen Kommentar da, lass mich wissen, was du davon hältst oder wie du das siehst, was du so für Hoffnung, Wünsche hast, wie sich das alles entwickelt. Auf jeden Fall wünsche ich dir, wo immer du gerade steckst, gute Gedanken und ein Lächeln im Gesicht. Mach's gut, ciao.